Gut, das Auto ist nicht despawned, das ist schon mal gut. Und vor allem das Gute ist auch gut, wir haben jetzt nur noch 62 Punkte, das macht aber nichts, weil Lukas hat ja sowieso einen Erste-Hilfe-Kasten, den können wir ja jedes Mal nutzen. Und den nutzen wir jetzt wahrscheinlich in diesem Let's Play tatsächlich das allerletzte Mal. Weil ich glaube, wie gesagt, nicht, dass wir danach nochmal zu Lukas fahren werden. Bezweifelt es einfach. Kann hier hochfahren. Gut. Dann brauchen wir, glaube ich, eigentlich nur noch, ja, der Straße eigentlich nur noch folgen bis nach oben. Dann müssen wir einmal nach links. Da brauchen wir einfach nur noch nach oben fahren, dann nochmal links. Dann sind wir schon fast da. Sehr schön. So, zack. Ja, doch, da müssen wir lang. Also, die Kiste ist zwar kleiner, aber teilweise ist sie echt schwerfälliger als so manch anderes Fahrzeug. Aber wir hätten auch da andersrum fahren können. Okay. Egal, wir fahren, sind jetzt aber so gefahren. So. Okay, bevor wir jetzt mit ihm sprechen, erstmal die Heilung. Ein allerletztes Mal Heilung, sehr schön. So, wo ist Lukas jetzt? Da ist er. Mein Gott, Lukas, das war knapp. Was ist passiert? Sobald ich ankam, haben sich diese Typen auf uns gestürzt. Ist Dick okay? Hast du ihm das Paket gegeben? Ja, kein Problem. Wir haben die Typen abserviert und dann hat er es mitgenommen. Ach, zum Glück. Ich bin dir sehr dankbar. Ich habe ein Präsent für dich. Ein amerikanisches Auto eines deutschen Herstellers. Das Beste, was der Markt zu bieten hat. Na, das Risiko hat sich gelohnt. Wo kann ich es finden? Ich habe gestern gehört, wie ein Kunde sagte, er fahre um diese Zeit immer von der Oakwood Junior High School zu einem Treffen irgendwo auf Central Island. Folge ihm. Und wenn er parkt, nimmst du dir das Auto. Das Schloss ist dein Problem. Aber natürlich kriegst du das ohne Probleme hin. Danke, Lukas. Ich bin gespannt. Und es wird nochmal gespeichert. Hervorragend. Du hast gelernt, einen Trautenberg Modell J zu knacken. Trautenberg. Entschuldigung, Trautenberg. Das klingt wirklich deutsch. Des amerikanischen Herstellers, aber... Nee. Wie hat er das gesagt? Ein amerikanisches Auto von einem deutschen Hersteller. So hat er das gesagt. So war das. Jetzt habe ich es auch wieder zusammengekriegt. So. Dann fahr mal, Tommy. Wir übernehmen die zweite Ausfahrt. Es tut mir jetzt leid, wenn ich so ein bisschen ruhig bin. Aber es ist auch so ein bisschen die Aufregung, dass wir jetzt bald mit Mafia endlich durch sind. Da freue ich mich echt schon riesig drauf. Das gebe ich echt zu. Dann fällt mir ein riesiger Ballast vom Herzen, sag ich mal so. Und dann kann ich mich erstmal ein bisschen auf Morrowind konzentrieren. Also ich denke mal, ich werde 4 Aufnahmesessions dann von Morrowind machen und der Rest wird sich dann zeigen. Nö. Die Genugtuung gönne ich der Polizei nicht. Alter, jedes Mal kommt dir diese scheiß Polizei dazwischen. Es ist zum Kotzen. Das kann doch wohl nicht wahr sein, echt. Jedes fucking Mal. Und immer ist es diese scheiß Polizei. Das ist ja wohl nicht wahr. So. Ich muss gerade noch kurz was schreiben. Weiter geht's. Diese blöde Polizei, echt. Die ist überall und sie ist immer präsent. Ich glaube, es gibt nicht eine Aufnahme, wo die Polizei nicht präsent war. Die ist immer da. Das ist so nervig. Natürlich. Irgendjemand muss mir ja noch einen Trefferpunkt abnehmen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Pass auf, gleich wieder. Rote Ampel überfahren. Bip, 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 bip. Oh. Am besten kriege ich noch einen Strafzettel wegen Überholen auf der falschen Seite oder sowas. Irgend so ein Kram kriege ich dann auch noch. Das kommt irgendwann auch noch auf, passt auf. Ups. Ups. So.
Ich hoffe mal, dass das jetzt richtig war. Es war nicht richtig. Scheiße. Yay. Ich hab Mist gebaut. Mal wieder. Tue ich auch so selten. Dann lege ich hier noch einen halben Burnout hin. Was ist denn los hier? Alter! Im Ernst? Neben Dieter. Ha, 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 ha. So. Das tut mir jetzt leid. Ich dachte echt, ich müsste runter. Nö, ich muss hoch. Hoch und oben bleiben. Da ist er. Hinterher. Gefällt mir aber von der Farbmischung her, das Auto. Ernsthaft? Wir fahren einfach weiter, da muss man dazu. So, jetzt aber. Mein Auto. Alle zu blöd zu fahren hier, oder was? So, wo ist jetzt Paulies Apartment? Drüben. Hätte ich mir irgendwie denken können, ne? Ich bin Batman! So kommt mir das Auto gerade so ein bisschen vor, wie so ein Batmobil, echt. Die frühere Version. 30er Jahre Batmobil. Ernsthaft, ey. Toll. Fehlen mir schon 5 Trefferpunkte. Super. Und dabei ist die eigentliche Mission noch gar nicht in Gange. Klasse. Boah, ey, ist die Polizei nervig hier. So, jetzt aber. Jetzt geht's weiter hier. Auf zu Pauli! Attacke! Kein Ladescreen? Okay, jetzt kommt der Ladescreen. Ich wollte gerade sagen, so, hä? Kein Ladescreen? Bevor ihr euch über die Geräusche wundert, die jetzt gerade herrschen, gerade ist ein Mülltransporter hier bei uns im Gange. Ist, glaube ich, ein Sperrmülltransporter. Oh, Entschuldigung. Die Person, mit der ich vorhin kurz geschrieben habe, war natürlich meine Freundin. So. Und nach den 2 Stunden grüße ich nochmal alle Zuschauer da draußen, die sich dieses Let's Play anschauen sollten. Wie zum Beispiel natürlich meine Freundin, die Kisumio, den Zipi, den Alerik von Alerik's Little Horror Show, die Marion, aka Sternenblut, die Sabrina Becker, den Laszlo, den Scarfon und alle anderen Zuschauer da draußen, die sich dieses Let's Play anschauen. Und ich wünsche euch an dieser Stelle einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018. Also ich gehe mal davon aus, wenn die Parts ausgestrahlt werden, dass es eventuell schon Silvester ist. Und falls nicht, wünsche ich euch trotzdem einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und hoffentlich wird das ein gutes Jahr für euch. Ich hoffe, dass es für mich auch ein gutes Jahr wird. Und für meine Freundin vor allen Dingen auch. Also für uns, ne? Für uns beide. Achso, und die Vanessa grüße ich natürlich. Entschuldigung, die habe ich ja ganz vergessen. Die Vanessa, die Princess Bandicoot natürlich auch. Ja, unglaublich, grüße ich einfach die Vanessa nicht. So. Wie hupe ich jetzt? So. Okay, ich komme sofort. Was ist da für eine Hupe? Man muss dafür L3 drücken. Fahr mit Pauli zur Bank.
die da hinten ist. Ja, sag mal, dieser Pete ist ja total verrückt. Stimmt zwar, aber dafür hat er gute Ware. Warum heißt er Yellow? Hast du seine Zähne gesehen? Die gelbsten Zähne der ganzen Stadt. Und außerdem stinken sie am meisten. Ja, ganz genau. Alter. Ja, super. Der kam so aus der Kurve geschossen, den habe ich nicht gesehen. Ich will nicht rechtzeitig genug. Ich habe auch echt das Gefühl, die Autos werden immer mehr. Kann das sein? Oder ist das einfach nur von den Bezirken abhängig? Ich habe teilweise echt das Gefühl, die Autos werden immer mehr. So, wir sind jetzt schon mal auf Central Island. Ohne Ladescreen übrigens. Finde ich sowieso interessant. Warum gibt es bei der einen Brücke Ladescreen und bei der anderen nicht? Das finde ich so ein bisschen komisch. Oh, naja, gut. Da bin ich schon, dass ich da widerspreche. So. Rote Ampel überfahren. So. Sehr schön. Jetzt gibt es nämlich gleich einen Ladebildschirm. Oh, das war knapp. Das war knapp gerade. Und wir nehmen jetzt schon fast zwei, dreiviertel Stunden auf. Also wirklich eine ganze Menge. Das ist eine Großaufnahme. Das wird dauern, bis die fertig konvertiert ist. Alter Schwede. Das wird echt dauern. Ja, ihr wisst ja vielleicht, die Konsolenspiele, die ich über Camtasia schneiden will, die muss ich immer vorher erstmal konvertieren, weil Camtasia kann die Datei, die so rausgegeben wird, also die MPEG-Datei, die nimmt er nicht. Deswegen muss ich die erstmal konvertieren, damit er es nimmt. Ich finde das sowieso interessant. Jedes Mal, wenn der Ladebildschirm geht, läuten die Glocken. Ist interessant. Hier ist es, Tommy. Gut. Da sind wir. Jetzt geht's ans Eingemachte. Okay, gehen wir rein. Jetzt geht's los, Freunde. Die Bank, der große Überfall. Mit Ladescreen, mit Speicherbildschirm und Cutscene. Und es wird gespeichert. Oh yeah, geil. Jetzt geht's ans Eingemachte. Öffne den Safe und stehle das Geld. Also gut, Leute. Das ist ein Überfall. Legt euch alle auf den Boden, dann passiert nichts. Ich sag's auf den Boden. Alle. So, was... Kacke. Muss ich da rein? Nein, bitte. Komm hier nicht. Okay, das gefällt mir. Schön ruhig. Bin ich überhaupt richtig? Wahrscheinlich nicht.
muss ich denn jetzt machen? Irgendwas mit Safe. Irgendwas mit Schlüssel. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe hier einfach sinnlos rum. Stehe ich gerade unter Beschuss? Wo finde ich den Filialleiter? Er ist oben in seinem Büro. Nein, bitte. Das ist ein normaler Kunde. Dich. So, ich bin im Kreis gelaufen. Super. Der Schlüssel zum Safe. Der ist da drüben im Schrank. Bring mich nicht um. Ich hab Kinder. Gut. Wo ist der Safe selber? Ist er auch hier oben? Nee, wahrscheinlich nicht. Der ist wahrscheinlich unten. Das sind echt wenig Wachen. Dafür, dass es eine Bank ist, ist das echt wenig. Also hier habe ich tatsächlich mit mehr Widerstand gerechnet. Ist das Safe hier unten? Ist das der Safe? Nee, das ist nicht der Safe. Wo ist der fucking Safe? Wo ist der Safe, verdammte Scheiße? Fuck, wo ist der Safe? Da ist die Tür. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn der Safe hier? Das ist nicht der Safe. Scheiße. Wo ist denn der Safe, verdammte Scheiße? Oh, Alter, das ist doch nicht wahr. Ernsthaft jetzt. Ich bin zu blöd, den Safe zu finden. Das gibt's nicht. Wo ist der scheiß Safe? Ich denke, der ist hier unten. Ich sehe hier kein Safe. Oh Mann, ey, was ist denn das, ey? Das gibt's doch nicht. Wo ist der Safe? Ich sehe hier kein Safe. Scheiße. Ich glaube, die Mission müssen wir gleich nochmal neu machen. Super. Woher sollst du bitte auf Anhieb wissen, wo der Safe ist? Hier ist er nicht. Der Safe müsste aber gut zu erkennen sein. Eigentlich. Aber Blindfisch Lars sieht ihn natürlich nicht. Ja, die Mission müssen wir nochmal machen. Du bist schuld, Arschloch. Die Mission müssen wir nochmal machen, wohl oder übel. Das ist ja doof jetzt. Ich weiß echt nicht, wo der Safe steht. Das gibt's doch nicht. Oh Mann, ey. Das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Wenn du nicht weißt, wo der Safe ist. Aha. Ich habe keine Ahnung, wo der Safe ist. Leute, ich guck mal kurz. Tut mir leid, aber ich habe keine Lust, mich da großartig mit rumzuärgern. Ich guck einfach nach. Wir sehen uns gleich wieder. So, weiter geht's. Ich habe mir gerade kurz mal eine Pinkelpause gegönnt. Und jetzt geht's weiter hier. Mit Let's Play Mafia. Das ist ein Überfall. Legt euch alle auf den Boden, dann passiert auf den Boden. Alter. So, und ich habe jetzt gerade eben mal recherchiert, wo der Schlüssel ist, der uns gefehlt hat.
Da haben wir ihn nämlich. Arschloch. So, oben dürfte noch eine Wache rumlaufen. Da ist sie. Den Schlüssel fürs Gitter hier. Den zum Safe hat nur der Filialleiter. Was? Wo finde ich den Filialleiter? Schon gefunden. Er ist oben in seinem Büro. Der Schlüssel zum Safe. Der ist da drüben im Schrank. Bring mich nicht um. Ich hab Kinder. Komisch, die haben irgendwie alle Kinder. Selber schuld? Er hätte sich nicht drehen müssen. Er hat sich gedreht, also ist er ein toter Mann. Komm schon, du Schwein! So, jetzt müssen wir nur noch den Safe finden. Jetzt bin ich zu blöd und finde den Safe nicht. Also wir haben jetzt zwei Schlüssel. Da ist es Safe. Alles klar. Der Schlüssel, der hat uns nämlich vorhin gefehlt. Wachen. Ich dachte, das war's. Jetzt aber. Mit dem Geschrei aufhören! Sofort aufhören! Na super, ich dachte, wir sind damit durch jetzt mit der Mission. Ja, das war ja wohl nix. Und die Waffen wurden automatisch nachgeladen anscheinend. Ey, ich komme da jetzt nicht mehr raus, ne? Ist ja wohl nicht wahr. Muss ich echt den umständlichen Rückweg antreten. Und dieselbe Zeit läuft immer noch. Na super. Klappe halten und nicht bewegen. Sofort aufhören. Keine Bewegung. Nicht gut, Pauli. Nicht gut. Das war's. Lass uns abbauen. Raus hier. Also auch echt toll, ne? Die sind zu zweit, plündern eine Bank und er nimmt nur einen kleinen Teil an Geldscheinen mit. Ich meine, das ist auch schon eine Menge Geld, klar, aber trotzdem, man hat ja gesehen, da waren Paletten von Goldbarren da, es waren Paletten von Geldscheinen da, also da war ja wirklich alles vorhanden. Der hat sich wirklich nur das Kleinste rauskramen können, was sie hatten. Also da bräuchte man theoretisch schon mehrere Leute, eine ganze Gang am besten. Also ich glaube, die komplette Mafia hätte damit keine Probleme, da in so eine Bank leer zu räumen. Aber die wollen das natürlich nicht. Aber zu zweit ist das echt schon so ein Unterfangen. So, wird das gespeichert? Ich hoffe mal. Es müsste eigentlich gespeichert werden, weil das ist ein Questbereich. Jo, es wird auch gespeichert. Gut, also ich denke mal, wir werden jetzt auch direkt von der Polizei verfolgt. Habe ich mir gedacht. Palermo hat Bogen. Fahre ich genau gerade den falschen Weg. Wir werden mal wenden. So. Dann fahren wir den Weg.